Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir schauen jetzt diese Woche mit Politikern nochmal zurück auf das Jahr 2011. Bei mir zu Gast ist heute Christian Heidegger. Für ihn war das Jahr 2011 besonders turbulent. Zum einen war er als Präsident des Kantonsrats der höchste Schaffhauser von diesem Jahr. Zum anderen ist er für die FDP um den frei werdenden Ständeratssitz ins Rennen gestiegen. Wir schauen heute mit dem FDP-Politiker nochmal zurück auf das 2011. Christian Heidegger, herzlich willkommen bei uns im Studio. Mit welchem Wort würden Sie für Ihr persönliches 2011 umschreiben? Was passt am besten? Ja, turbulent ist sicher ein Wort, das ziemlich treffend ist. Also es ist einiges los in diesem Jahr, Positives, Negatives. Es ist sehr viel gegangen. Es ist ein sehr interessantes, spannendes und eben turbulentes Jahr für mich. Turbulent passt also. Tipptopp, Sie sind ja der höchste Schaffhauser von diesem Jahr. Wenn Sie nur so zurückschauen eben auf die Anfänge, wenn man da der höchste Schaffhauser ist, was ist das für ein Jahr? Also was macht das Jahr aus? Also es war ein unglaublich schönes Jahr gewesen. Ich habe das wahnsinnig genossen. Mhm. Nicht nur, dass man auf dem Bock oben zuvorderst vorne sitzt und die Sitzungen leiten, sondern es sind vor allem auch die repräsentativen Aufgaben gewesen. Das Vertreten vom Kantonsrat in der Bevölkerung. Man hat sehr viele Einladungen gehabt, die habe ich sehr gerne wahrgenommen. Man hat wahnsinnig viele Leute kennengelernt. Es war an verschiedensten interessanten Veranstaltungen gewesen. Also das war wirklich ein ganz schönes Jahr gewesen, das ich nicht missen will. Man steht eben viel in der Öffentlichkeit. Was kommt hingegen zu kurz, wenn man höchster Schaffhauser ist? Ja, ich sage jetzt nicht, das Privatleben kommt zu kurz. Ich meine, das ist ja so, wenn man als Politiker unterwegs ist, dann hat man vielleicht ein bisschen weniger Freizeit wie andere. Aber ich will nicht mehr von der negativen Seite reden von dem Amt, sondern wirklich nur von der positiven, weil es ist wirklich ein sehr schönes Jahr. Und ich freue mich für jeden, der das Amt auch ausüben darf. Es ist wirklich eine schöne Sache und man darf auch sagen, dass es ein Höhepunkt ist von einer politischen Karriere im Kanton, wenn man da mal den Rat darf präsidieren und der höchste Schaffhauser sein. Mhm. Was sind Sie für ein Präsident gewesen, wenn Sie zurückschauen? Ja, ich glaube nicht, dass ich das jetzt wahnsinnig anders gemacht habe wie meine Vorgänger. Ich habe versucht, auch ein bisschen eine lockere Note reinzubringen, auch mal noch ein Späßchen zu machen und so. Also nicht das Ganze so Bier ernst zu nehmen, aber doch die Sitzungen straff zu führen. Es zeigt sich auch, wir haben jetzt in diesem Jahr 15 Ratssitzungen gehabt. Das ist ein absoluter Minusrekord. Aber ich glaube, die Beratungen sind trotzdem sehr zielgerichtet gewesen, auch tiefschürfend. Also wir sind da nicht irgendwie einfach oberflächlich durch die Geschäfte gehuscht, sondern ich glaube, wir haben unsere Arbeit sehr seriös gemacht und trotzdem bloß 15 Sitzungen gebraucht. Also das ist eine schöne Sache gewesen. Also Sie sind zufrieden mit dem Parlament in diesem Jahr? Absolut. Und man darf auch sagen, dass wir sehr kollegial umgegangen sind miteinander. Wir hatten gute Debatten gehabt. Debatten, wo auch mal die Emotionen ein bisschen hochgekommen sind, aber es ist immer anständig geblieben. Und von dem her darf ich also im Parlament Bestnoten austeilen. Also es ist wirklich, sie haben mir die Arbeit sehr einfach gemacht, meine Kolleginnen und Kollegen im Kantonsrat. Was war so die Debatte, die Ihnen besonders an die Nerven gegangen ist als Präsident? Ja, Nerven würde ich jetzt nicht sagen. Selbstverständlich hätte ich mich gerne am einen oder anderen Ort auch noch persönlich eingebracht. Bekanntermaßen gehöre ich ja nicht zu den Politikern, die immer aufs Maul sitzen. Von dem her war es ein schwieriges Jahr für mich, dass ich hier zuhören musste. Aber das ist mir nicht schwer gefallen, da jetzt mich persönlich einmal ein bisschen zurückzunehmen und die Plattform meinen Kolleginnen und Kollegen zu übergeben. Das gehört dazu. Das weiss man von Anfang an. Und dann kann man auch gut umgehen mit dem. Wo hätten Sie denn am liebsten mitgeredet? Ja, es hat verschiedene Geschäfte gegeben, aber vor allem jetzt natürlich die Steuergesetzdebatte, weil ich mich auch in der Vergangenheit immer wieder mit Steuerfragen befasst habe, in verschiedenen Spezialkommissionen war, wo es um Steuergesetz gegangen ist. Da hätte ich natürlich gerne auch meinen Beitrag geleistet und das eine oder andere prägnante Votum abgegeben. Mhm. Wenn man jetzt eben aufhört als Präsident, man ist dann eben sehr intensiv dran im Kantonsrat in diesem Präsidialjahr. Jetzt geht es wieder zurück, ganz normal ins Parlament. Dann geht der ganze Glanz ein bisschen verloren. Freut Sie sich trotzdem jetzt auf die weitere Arbeit? Ja, selbstverständlich, weil jetzt ist eigentlich dann wieder
das normale, die normale Tätigkeit von einem Kantonsrat im Vordergrund. Und das mache ich wahnsinnig gern. Habe ich in der Vergangenheit auch immer gern gemacht. Und wie gesagt, man kann sich jetzt wieder aktiv in die Debatten einbringen. Man kann in den Spezialkommissionen Einsitz nehmen. Das kann man ja als Präsident auch nicht. Also von dem her ist da nicht etwas, dass da quasi jetzt ins zweite Glied muss zurücktreten, dass das etwas Negatives wäre. Sondern im Gegenteil, es hat auch seine guten Seiten als Kantonsrat, wenn man nicht vorne auf dem Bock sitzt. Und von dem her freue ich mich jetzt wieder, als aktiver Kantonsrat dann können an der Debatte teilzunehmen. Also aktiver Kantonsrat, was werden Sie da vor allem anpacken, gerade als Erstes? Ja gut, wir haben natürlich jetzt noch verschiedene Geschäfte, die in den Spezialkommissionen sind, wichtige Geschäfte, die wir dann durchbringen müssen. Aber nach wie vor ist Steuer- und Finanzpolitik ein wichtiges Thema für mich, Verkehrspolitik. Und da werden wir sicher noch die ein oder andere wichtige Vorlage können im Kantonsrat beraten. Wir haben es am Anfang gesagt, das Jahr war für Sie sehr turbulent gewesen. Zum einen eben, Sie sind der höchste Schaffhauser gewesen. Zum anderen, Sie sind auch noch ins Rennen um den Ständeratssitz gestiegen als FDP-Kandidat und haben dort eine bittere Wahl in der Lage müssen hinein gegen den Thomas Minder. Haben Sie das jetzt schon ein bisschen verdaut? Oder wie ist das Ganze jetzt, wenn man Ende Jahr steht? Ja, absolut. Also, ich bin schon so lange in der Politik dabei, dass ich weiss, wie es läuft, dass man das Glück muss haben, zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein, dass man eben auch das Pech hat, dass man zur falschen Zeit am falschen Ort ist. Und das ist jetzt für mich da so gewesen. Als ich Anfangs Jahr nominiert worden bin, hat die Welt noch ganz anders ausgesehen. Da ist man davon ausgegangen, dass es zwei bürgerliche Kandidaten gibt und einen Kandidat aus dem linksgrünen Lager. Und dann ist es so, wenn die zwei Bürgerlichen zusammenheben, dann kann nicht viel passieren. Und da ist dann ziemlich über den Haufen geworfen worden. Und von dem her habe ich gewusst, dass das eine schwierige Ausgangslage ist. Und darum ist dann, ich sage jetzt mal, das Trübsalblasen ist sehr, sehr beschränkt gewesen. Also ich habe da relativ schnell verarbeitet und einen Schlussstrich darunter gezogen und gesagt, ja, okay, hat nicht sollen sein, es wäre schön gewesen, aber das Leben geht weiter. Trotzdem, wenn man so Ihre Karriere anschaut, eben Sie, seit über 10 Jahren engagieren Sie sich als Politiker, sind im Kantonsrat gewesen, eben so Ständerat, wäre eigentlich so das gewesen, wo Sie ein bisschen darauf hingeschafft hätten, oder? Also ich habe nie auf etwas hingeschafft, sondern ich habe immer gesagt, das, was ich mache, versuche ich so gut wie möglich zu machen. Und der Rest, wie gesagt, man muss zur rechten Zeit am rechten Ort sein. Das kann man nicht planen. In der Politik erst recht nicht. Und von dem her ist es nicht so, dass jetzt irgendwie quasi eine Welt für mich da zusammengebrochen wäre. Überhaupt nicht. Klar hätte ich mich gefreut, das Amt können zu übernehmen. Aber jetzt ist es nicht so. Und wie gesagt, das Leben geht weiter. Wie sind denn jetzt die Wochen nach diesen Wahlen? Wie sind die gewesen für Sie? Ja, vor allem hatte ich wieder mal mehr Zeit gehabt, zum Arbeiten. Das ist ein bisschen zu kurz gekommen in den letzten paar Monaten. Oder also in den letzten Monaten vom Wahlkampf, selbstverständlich. Und da hat man wieder ein bisschen mehr Zeit im Büro verbracht. Man hat auch wieder ein bisschen mehr Zeit für die Familie gehabt. Das ist auch noch dazu gekommen. Aber wie gesagt, der Courant normal ist relativ schnell eingetreten. Wieder auch mehr Zeit für Freizeit. Was machen Sie, wenn Sie nicht politisieren und nicht am Arbeiten sind? Ja, dann bin ich eben entweder in der Rebe oder ich gehe relativ viel ins Fitnessstudio, bin sonst viel unterwegs mit Kollegen, also da treibe viel Sport. Das ist sicher natürlich jetzt auch wieder ein bisschen mehr zum Trägen kommen. Jetzt noch kurz politisch, wie geht es weiter für Sie? Ständerat sind Sie nicht geworden, das Präsidialjahr haben Sie jetzt hinter sich. Was fassen Sie da noch ins Auge? Ja, das nächste Jahr sind Gesamternährungswahlen im Kantonsrat, da würde ich wieder antreten und da würde ich wahrscheinlich auch wieder schauen, dass ich da einen Beitrag leisten kann, dass die FDP ein gutes Resultat machen wird bei den Kantonsratswahlen. Also wie gesagt, von dem her, Politik hat mich immer interessiert, habe ich wahnsinnig gerne gemacht und das würde ich auch in der Zukunft weitermachen. Jetzt zum Schluss von unserem Gespräch habe ich noch 5 Fragen vorbereitet, die Sie bitte ganz kurz, möglichst einem Satz beantworten, wenn das geht. Wir fangen an mit Ihrem schönsten Moment 2011. Mein schönster Moment 2011, ja, das ist noch schwierig. Die kürzeste Sitzung, die wir im Kantonsrat hatten, 1 Stunde, das hat es, glaube ich, noch gar nie gegeben. Das ist eine Geschichte für die Annalen. Okay. Was wünschen Sie sich für Schaffhausen im nächsten Jahr? Ich wünsche mir, dass sich die Bevölkerung weiterhin auch politisch interessiert. Wir haben das nächste Jahr Gesamterneuerungswahlen, Kantonsrat und Regierungsrat, dass sich da möglichst viele Leute engagieren und interessieren. Ihr persönlicher Vorsatz für 2012? Das Leben geniessen, das Richtige machen und das Falsche nicht machen. Wie verbringen Sie Silvester?
Das weiss ich noch nicht, mit meiner Frau selbstverständlich, aber was wir genau machen, ist noch offen. Und zum Schluss, auf was freuen Sie sich im 2012 am meisten? Auf meine Skiferien. Sehr schön. Ich danke Ihnen vielmals für den Besuch bei uns im Studio und alles Gute auch fürs 2012. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke ich vielmals fürs Zuschauen. Ich wünsche Ihnen noch ganz einen schönen Abend. Ade miteinander.